Wir haben einen Kurzstopp eingelegt hier beim Francia Neo Modelljahrgang 2021, wobei jetzt die Veränderungen gegenüber 2020 bei dem Modell überschaubar sind, oder? Sehr sogar. Ich bin ja immer Freund davon, dass man nicht jedes Jahr das Rad komplett neu erfindet. Weil für den Konsumenten heißt das, ich kaufe einen 21er und der 20er ist schon wieder alt. Komm rein, zeige ich dir. Da bin ich jetzt gespannt. Wir hängen oben auch dann die komplette Roomtour nochmal dazu, die wir auf der CMT gemacht haben. Es gibt die Variante jetzt mit dem großen, größeren Kühlschrank. Ist in der Promobil gerade ein bisschen bemängelt worden, weil es zwei Konkurrenten gibt, die einen großen Kühlschrank dazu einbauen. Ich persönlich bin da anderer Meinung. Es ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug und bleibt ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Ja, eben. Also, ja, das ist ja immer dieses mit dem Geschmack und... Die haben vollkommen recht. Fazit war sehr schön geschrieben, wer in Francia reingeht und das Möbel, wenn dir das Möbel gefällt, ja, weil es sehr polarisiert und wenn dir das gefällt, ist der Francia sicher eine gute Wahl, weil ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Das ist schon eine Mega-Front, die da oben entstanden ist. Natürlich, aber gefallen muss da. Ja, natürlich. Aber es ist wie jedes Wohnmobil. Wer kauft ein Wohnmobil, wo einem nicht gefällt? Richtig. Also, dafür ist nämlich auch genug Auswahl da. Aber das ist toll. Ich finde das halt super gemacht. Wie lang ist denn der jetzt? 7 Meter. Ja, ist genau 7 Meter. Sag mal, das Ding her. Also meistens dann 6,99. Ja, 6,98. Ja, um Gottes Willen, da dürfen wir gerne aufrunden. Ich fühle mir gerne mal drauf auf den MT7 GDK Neo. GDK heißt jetzt, GDK kriege ich jetzt gerade nicht zusammen. Getrennte Betten, Dusche, Kühlschrank. Ah ja, okay. Macht natürlich ein mega Raumgefühl, dass der Kühlschrank nicht oben ist, wobei es nicht so schlimm ist. Viele sagen ja, ich möchte niemals einen Kühlschrank, der unten ist, aber durch das, dass er so hoch ist, ist es relativ. Das ist pure Absicht von Francia, weil du hast in diesem vermeintlich kleinen 7 Meter Fahrzeug ein irres Raumgefühl. Ja, ja, genau. Es wurscht, wo du dich aufhältst, du hast immer alle Blickachsen, darum ist der Kühlschrank auch nicht bis hoch. Ja, ja. Also es war hier wieder Raumteiler drin. Ja, richtig. Ich finde das klasse. Auch mit der Stufe, die dadurch entsteht, mit dem hohen Kühlschrank. Hier auch nochmal ein bisschen abgesetzt, vorgesetzt. Leicht angeschrägt hier. Hast eine schöne Eingangssituation. Hast wieder einen ebenerdigen Doppelboden, der wieder Francia typisch ist. Alles ist immer winterfest. Mhm. Den gibt es nur auf Mercedes, gell? Gibt es nur auf Mercedes. Mhm. Mercedes Frontantrieb. Jetzt sag einmal, Hauptthema ist 3,5 Tonnen. Was bietet Francia mit 3,5 Tonnen? Entschuldigung, das war nur mein Arm, der gerade ans Rollo geknallt ist. Den Neo. Genau. Eigentlich nur den Neo. Da kann man jetzt sagen, also hier mit 3,5 funktioniert das. Du kannst den teilintegrierten M versuchen, auf 3,5 Tonnen zu kriegen. Aber wenn du den richtig ausstatten willst, wäre der mehr als 3,5 Tonnen haben. Ja. Aber der Neo funktioniert tadellos. Der hat, lass mich lügen, ich glaube 2950 Kilo vorbereitete Masse. Mit der Standardausstattung. Genau. Also wenn du nimmst 3,150, dann hast du immer noch 350. Also für, ist gut dabei. Für die Klasse und das, was geboten kriegst, echt viel. Ja. Sehr schön, dass du gerade so den Tisch findest. Ja, ja. Weil das ist auch angesprochen worden, dass er keine Rundsitzgruppe hat. Natürlich hat er keine Rundsitzgruppe. Nochmal, es ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Ja. Aber er hat zumindest dieses L-Polster mit rein, hinten rein, damit man auch die Füße gemütlich ablegen kann, wenn man sich im Fahrersitz umdreht. Ja. Und das ist vollwertiger Ersatz, kann man sagen. Vollwertiger Ersatz. Absolut. Das Schönste an dem Auto ist, aber das haben wir beim letzten Mal schon gefilmt und gezeigt, ist das Bad. Ich finde das Bad einfach toll. Ich drehe mich jetzt gleich rum und gehe mal in die Richtung. Aber dass ihr das alles noch mal ein bisschen mit einfangen könnt und wie gesagt, oben links findet ihr den. Bleib ruhig nochmal wieder oben, weil das ist auch. Gehen wir nochmal raus. Das ist auch ein Punkt. Ich bin sehr froh, dass zum Beispiel da vorne kein Fenster drin ist. Ja. Das ist auch für mich ein gewisser Winteraspekt. Ja. Es ist einfach komplett bis vorne isoliert. Das ist eine richtige Angriffsfläche. Und es ist so schön mit Licht und Dings kaschiert, dass du ein gewaltiges Raumgefühl da vorne kriegst. Ja. Und die Kopffreiheit, die du hier hast, die wirst du in keinem anderen Mercedes teilintegrierten finden. Es ist auch wurscht, was für Marken dass du da suchst. Ich finde das richtig schön, so, das Fahrzeug. Wie ist es denn hier? Kriegt man den auch mit Allrad? Nein. Nicht, gell? Nein. Den gibt es jetzt mit Frontantrieb oder mit Heckantrieb? Nur mit Frontantrieb. Okay. Weil viele Allrad müssen wir Yukon. Da muss ich wahrscheinlich unten drehen. Das tue ich mir mit einer Hand immer schwer, weil ich halt mit der anderen swimble und meine rechte ist gerade. Ah!
Ich wäre jetzt auf Schieben aus gewesen. Das ist praktisch und eh viel besser so als irgendwas zum Schieben, weil man natürlich dadurch auch vollwertige Dusche hat, ohne Duschvorhang, mit einem richtigen Teiler drin. So ist es. Hier, die Duschwand da klappt so rüber, dass praktisch Spiegel, das Waschbecken ist. Und Toilette verdeckt sind, dass das nicht nass wird beim Duschen. Super schön. Und dann eben ein Waschbecken, ein ausfahrbares, genauso wie die Toilette. Genauso wie die Toilette. Das ist ja, und ich bin nicht beeinflusst hier in der Position von irgendeinem Radkasten oder sonst was. Eine riesen Duschtasse. Man kann es ja zu zweit noch duschen, wenn es passiert. Wenn man Wasser sparen will. Oder so. Da bin ich jetzt echt erstaunt, dass der auf 3,5 Tonnen nur so fährt. Klar, wir haben es damals drüber gesprochen, aber nachdem ich doch in dem einen oder anderen Fahrzeug bin. Das ist ein Verkaufsargument, wo bestimmt noch nicht vermerkt ist. Irgendwie. Ja. In dieser Dusche können Sie auch zu zweit duschen. Achso, du meinst das? Ja. Ja. Warum weiß, gell? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Klasse. Was wir euch jetzt dann gleich zeigen, nach diesem kurzen Stopp im Neo 2021, ist ein Alkofen. Interessante Geschichte, ich glaube, so einen habe ich noch nie abgefilmt von Frank hier. Gehen wir da mal rüber. Machen wir das? Wir sehen uns auch gleich wieder im nächsten Video. Ich würde mal sagen, 27, das schwimmen wir damit rein. Was ich auf jeden Fall noch machen muss, ist einmal in die Totale gehen und den Herrn Wolfram in der Totale zeigen. Na, was ist? Moment, ich komme gleich. Einmal nur hier über die Farbgebung. Im Ganzen. Schön. Ist das voll GFK natürlich, gell? Die Außenwand nicht. Das ist Aluglattblech, ja. Aber Boden, ja, Heck. Alles und andere Heck, alles. Ja, und die große Klappe natürlich wieder Frankia-typisch. Das Ding ist klasse. Das ist auch sowas, wenn man das einmal gehabt hat, möchte man das nicht mehr anders haben. Ja. Und vor allen Dingen, man ist zwar jetzt dank Regen ein bisschen dreckig, ja, aber du hast halt eine flache Ladekante. Richtig. Schön, schön. Also, bis gleich beim Alkofen. Schön mit dem Herbstlaub. Ein bisschen Sonne hätte nicht geschaut, aber genießt die Bilder auch so. Bis gleich.